Ich habe vor ein paar Wochen an einem Seminar von englischsprachigen Ackerbodenberater Joel Williams teilgenommen und die drei Kernaussagen, die für mich wichtig waren, die ich da mitgenommen habe, die teile ich mit dir in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von Farm to Farm. Mein Name ist Christoph Kutscher. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Wenn dir unsere Videos gefallen, wenn dir Farm to Farm gefällt, dann abonniere unsere Kanäle in den sozialen Medien. Wir sind auf YouTube, auf Facebook, auf Instagram. Du kannst auch gerne unseren Newsletter abonnieren oder zu unseren Produkten vorbeischauen. Wir vertreiben ja ein Mykorrhiza-Inokulat und produzieren selbst diverse Zwischenfruchtmischungen. Wenn dich das interessiert, schau vorbei. Und jetzt gehen wir rein ins Video. Also, vor ein paar Wochen war in Deutschland Joel Williams, das ist ein Berater aus Kanada, ursprünglich aus Australien, der im englischsprachigen Raum vor allem, aber weltweit Ackerbaubetriebe berät, um Bodengesundheit zu erhöhen, Bodenfruchtbarkeit zu steigern, um letztlich Pflanzen und ertragsstabile Kulturführung zu bekommen. Das Seminar, das war in Englisch und war in Kirchberg an der Jagst in Baden-Württemberg. Am Vormittag war ein Theorieteil, am Nachmittag ein Praxisteil. Und da haben wir natürlich viel gehört und verschiedenste Themen beleuchtet. Die drei Kernaussagen, die ich interessant fand, die teile ich mit dir in diesem Video. Und die erste Kernaussage ist, dass Bodengesundheit und Pflanzengesundheit in einem gegenseitigen Wechselwirkung stehen. Im Englisch sagt er Soil Health as an expression of plant health und umgekehrt. Und warum ist das wichtig? Weil man neigt ja oft dazu, dass man sagt, das Ziel ist ein gesunder Boden, damit man dann gesunde Pflanzen hat. Auch ich neige dazu, gedanklich macht das ja für uns Sinn, weil die Pflanzen sind unser Ziel. Aber er sagt, es ist ganz wichtig zu verstehen, dass letztlich die Pflanzen selbst, nämlich die Pflanzen, die am Acker wachsen und wie sie wachsen und welche wachsen, dafür entscheidend sind, wie der Boden und in welchem Zustand das Bodenleben ist und die Biologie ist und letztlich die Bodengesundheit. Das heißt, wir sollten das nie aus den Augen verlieren, dass das eine Wechselwirkung ist und dass wir immer von der einen in die andere Richtung Einfluss nehmen. Das heißt, wir nehmen von der Bodengesundheit Einfluss auf die Pflanzengesundheit und umgekehrt. Die zweite Kernaussage von Joel Williams, die war Soil Life und Soil Death. Beides ist wichtig. Soil Life, also Bodenleben, und Soil Death, toter Boden. Klingt auf den ersten Blick verwunderlich, aber er sagt, man neigt dazu, auch hier oft zu sehr den Fokus zu haben auf, wir wollen viel Bodenleben, wir wollen alles Mögliche tun, um das Bodenleben zu fördern. Wir versuchen, so viel wie möglich Biologie in den Boden hineinzubekommen. Aber dabei ist es ja mindestens genauso wichtig, dass wir auch totes Bodenleben haben. Also totes Bodenleben ist abgestorbene organische Substanz, letztlich Humus, so wie wir den kennen. Beides ist wichtig und weder der Fokus auf das eine ist gut, zu sagen, ich möchte alles tun, damit ich mehr Humusgehalt im Boden habe, noch das andere ist gut, weil es auch hier ständig in einer Wechselwirkung ist und beides zusammengehört und beides wichtig ist. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige und zentrale Aussage, die ich zumindest mitgenommen habe, dass man nicht nur auf einzelne Themen schaut, sondern immer die Zusammenhänge sieht und nie eine einzelne Stellschraube entscheidend ist. Und die dritte Kernaussage, die vielleicht am interessantesten für mich war, war die zum Thema Unkräuter. Und zwar, dass er sagt, Unkräuter sind oft Pionierpflanzen und sagen damit sehr viel über den Boden aus. Und das beste Beispiel ist, finde ich, das hat er zwar nicht genannt, aber ist der weiße Gänsefuß. Der weiße Gänsefuß ist eigentlich eine Zeigerpflanze, Marker dafür, dass wir eigentlich eine relativ hohe Stickstoffversorgung haben. Aber gleichzeitig sehen wir den weißen Gänsefuß auf Bauschutt, auf Baustellen, am Straßenrand, dort auf Böden, will man ja gar nicht sagen, dort, wo sonst keine Pflanzen wachsen, weil er eben eine Pionierpflanze ist. Und was sagt uns das aus? Diese Pionierpflanzen, diese einjährigen, schnelllebigen Pflanzen, die sind in der Geschichte, in der Weltgeschichte, sind die relativ früh drangekommen. Also in der Zeit, wo die Erde noch sehr, sehr unbehaglich war, und damit haben sie sich schnell unter widrigen Bedingungen entwickeln müssen. Und der Boden zu dieser Zeit war natürlich auch ein anderer und war eben bakterienlastiger. Die Pilze im Boden, sowohl die zersetzenden Pilze als auch diese Mykorrhiza-Pilze, die sind erst später in der Geschichte gekommen, da wo sich dann die mehrjährigen Pflanzen entwickelt haben, mehrjährige Gräser, wo die Bedingungen nicht mehr so widrig waren, dass Pflanzen nur mehr ein paar Monate unter Umständen leben haben können, dann sind die Pilze im Boden gekommen. Das heißt, wenn wir diese Pionierpflanzen am Acker sehen, dann sollte uns bewusst sein, dass eigentlich die Struktur im Boden oder der Boden selbst in einem Zustand ist, der
nicht dem entspricht, was wir wollen, nämlich ein fruchtbarer Boden für unsere weiterentwickelten Kulturpflanzen, sondern eben für Pionierpflanzen. Und das heißt, wir sehen damit zum Beispiel oft, dass das Bodenleben bakterienlastig ist oder andere Dinge nicht ganz stimmen und deswegen Pionierpflanzen, die eigentlich sonst am Bauschutt wachsen, auch bei unserem Acker wachsen können. Das ist eine ganz interessante Erkenntnis für mich gewesen. Insgesamt war von ihm zusammenfassend gesagt worden, dass es keinen einzelnen goldenen Weg gibt, um Boden aufzubauen, um Bodenfruchtbarkeit herzustellen, um gesunde und stressresistente Pflanzen zu haben, sondern es gibt eine Vielzahl an Maßnahmen. Man sollte verschiedenste Strategien gleichzeitig probieren und angehen, weil nie eine einzelne funktionieren wird. Also ich hoffe, du hast das mitnehmen können aus diesem Video und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald.